Hallo liebe Leute, ich bin der App-Tester und werde von heute an immer nur eine App euch zeigen. Und wir spielen heute Hero of Sparta. Das ist ein altes Spiel, aber ich finde es recht gut. Hat auch eine schicke 3D-Grafik und ist von Gameloft, wie ihr unten lesen könnt. Dann gehen wir mal in den Optionen. Da können wir die Musik, Soundeffekte, die Sprache. Können wir zwischen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Japanisch. Dann können wir noch die Schwierigkeit, aber lassen wir die mal. Dann können wir noch neues Spiel, wer das Spiel gemacht hat. Könnt auch alles über Twitter hochladen. Mehr von Gameloft. Dann gehen wir neues Spiel. Einfach, ja. Also die Geschichte von Hero of Sparta. Ihr landet einfach so auf einer fremden Insel und müsst euch halt durchkämpfen. Hier wird euch auch nochmal die Spieleinführung erklärt. Hier läuft ihr. Das ist euer Steuerkreuzbutton, eure Schutzbutton, dann euer Schwert, könnt ihr euch kämpfen, eure Lebensanzeige, eure Mana-Anzeige. Ihr könntet das ganze Spiel auch nur schön pausieren. Lassen wir aber auch. Dann fangen wir mal an. Es hat auch eine sehr geile 3D-Grafik. Finde ich sehr geil gemacht von Gameloft. Jetzt müssen wir auch unser Schwert einsetzen und durch das Gras schlagen. Wir haben unseren ersten Gegner und ist auch ein bisschen Blut drin. Und hier sieht unsere Anzeige, wie oft wir gebraucht haben, unseren Gegner zu töten. So. Ah, jetzt kommen da noch ein paar. Steuerung funktioniert auch recht gut. Für 1,59 € auf jeden Fall für jeden Gameloft-Fan. Und wo so Action-Spiele mag, auf jeden Fall ein Muss. Kommt noch so ein schönes Intro-Video zum Mini-Endgegner. Sind wir so in einer Arena gefangen, kenne ich raus. So, da kann ja auch noch schöne Special Moves, wenn ihr richtig sauer wird und genug Kombos habt. Zum Beispiel jetzt müssen wir so einen kleinen Special machen. Wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Das macht er irgendwie automatisch. So, sind noch hier. Warte, der kleine hier noch. Den haben wir jetzt auch gut erledigt. Ein Kritikpunkt gibt es, das Steuerkreuz hakt so ein bisschen, es funktioniert nicht immer. So, jetzt sind wir auch an einen Kontrollpunkt gelangt. Jetzt kommen wir auch zu unserem ersten Endgegner. So, ich zeige euch auch mal gleich, wie man stirbt. Ist auch ganz schick gemacht. So, hier den kleinen. Aber das Spiel ist echt recht schwer gemacht, obwohl es auf dem einfachen Modus ist. Oh, jetzt muss ich mich aber auch mal schützen. Zack. Ah, der ist echt schwer. Dieser Büffel. So, jetzt haben wir den aber auch in der Falle. Jetzt können wir einen schönen Zuckermuff machen, der geht auch recht lange. Ah, Mist. Da habe ich jetzt zu viel geredet. Jetzt kann ich das schon ein bisschen normal zeigen. Yes. Jetzt schaffe ich es aber auch hier. So, sieht auch recht geil aus. Und so, jetzt haben wir ihn auch besiegt. War doch gar nicht so schwer. Jetzt kommen aber halt noch die anderen Gegner von denen. So, da. Nicht das. Ah, nice, die sind echt nicht leicht. So. Obwohl ich beschütze, können die mich angreifen. Ja, so. Gucken, wenn jetzt unser Weg frei ist, unser Tor. Also normalerweise müsste es noch zu sein. Ja, ist noch zu. Ja, ich finde, das Spiel macht sehr viel Spaß. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von Action-Spielen, aber das macht echt sehr Spaß. So, ich zeige euch jetzt auch mal, wie man stirbt. Sieht auch echt schick aus, wenn die mich jetzt mal töten werden. So, jetzt sind wir auch gleich tot. Ja, so sind wir gestorben. Ah, wir können jetzt noch mal. Ah nee, wir sind gestorben. Ich habe zu spät den Button gedrückt. Ja, erneut versuchen. Jetzt kommen wir wieder am Kontrollpunkt an. So, jetzt machen wir das nochmal. Jetzt
Jetzt werde ich euch aber zeigen. So. Aber da kann man echt nichts machen, wenn ihr euch einmal berührt. Dann berührt ihr euch aber auch. Finde ich auch eine recht geile Grafik, auch schön animiert, bisschen lustig gemacht. Jetzt machen wir wohl einen Supermove. Runter, unten und schon haben wir ihn erledigt. Sind wir auch sauer, jetzt können wir so richtige Feuerschläge machen, aber nur für eine kurze Zeit. So. Ja, dann gehen wir es jetzt noch richtig. Zack. Da. Hier. So. Den. Dann gehen wir jetzt noch mal schön eine rein. So. Vielleicht können wir auch, glaube ich, wieder mit Special Moves machen. So wie ich sehe. Ja, da ist eigentlich immer nur bloß drauf rumhämmern auf die zwei Button. Den Schutzbutton brauchen wir eigentlich fast gar nicht, weil er hilft euch eigentlich gar nicht so richtig. Das war's auch wieder für heute. Wie immer, abonniert mich, kommentiert mich und